Genau. Hallo, erstmal herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft mit dem Bärtigen und dem Gnom an diesem schönen Osterwochenende. In der heutigen Folge werde ich auf jeden Fall probieren, eine Luggage zu bauen, ja, auch noch ein bisschen Zaunkraft weiterzukommen und halt auch einen Bauplatz zu finden für das Schloss sozusagen. Dann werden wir mal gucken, was schon so ein bisschen Neues in der unserem kleinen Dorf hier schon dazu gewachsen ist. Und ansonsten erstmal viel Spaß und los geht's. Willst du hier eigentlich noch oh, Katzen? Warum verreckt die Scheißviecher? Geht doch. Und du noch Katzen. Geht doch. Ich komme hier noch angelaufen. Mal ab von mir hier. Na, Scheiße. Und dann ist nochmal. Dann müssen wir mal gucken, was war unser Haus denn so bald möglichst mal wieder weiterbauen. Au! Scheiß Skelett. Komm, hopp. Auf meiner. Bitte. Hände auf den Kopf. Okay. Ein Facehacker. Oh, dann mal gucken, wo wir dann den Bauplatz dann nun errichten. Hier schießt da schon wieder irgendwas auf mich. Wo bist du, du Schweinehund? Ach, da. Geht doch. Gut. Wie groß willst du deine Farm machen, Gnome? Na, hat er sich wieder gemutet. So, mal gucken, ob wir hier hinten ein bisschen was aus dem Altar rausziehen können mit einem unserer beiden. Na komm, weiter. Gut, da geht's nicht weiter erstmal. Gucken wir mal von da oben woanders nochmal einen Altar finden. Oder ein Obsidian-Podest.
Das müsste ja schon reichen nochmal für den, was ich vorhabe zu bauen oder zu herzustellen schon mal. Und zwar einen Fokus Behälter, oder erstmal so, wo dann halt die ganzen abgespeichert werden schon mal. Tomcraft Fokus Pouch. Pouch. Da können wir dann die ganzen. Das kann man da nicht reinpacken. Aber der eine andere Zeug. So, guck mal, vielleicht noch mal nichts zu liegen haben. Nein, gut. Das war, habe ich hier vorne ein bisschen was schon mal vorbereitet. Das werden wir uns halt auch in den nächsten Tagen dann dran wagen, die sozusagen alle zu erforschen schon mal. Und normalerweise, muss ich gerade mal gucken, müssten diese Charts müssten hier reinpassen. Auch nicht. Focus Pouch. Passen da die rein? Nee. Muss ich mich da nochmal reinlesen, wie es jetzt ist mit diesem Säcklein, sagen wir es mal so. So, was wollen wir jetzt genau? Wir wollten jetzt gucken nochmal wegen. Die mal schon mal alle raus. Wir werden gleich mal probieren, ein bisschen was zu machen. Gut. Essen. Gut. Gut, gut, gut. Dann fangen wir auf jeden Fall schon mal an, ein bisschen was abzubauen oder halt vorzurichten für das Schloss. Zwar, war ich hatte wirklich überlegen, wo wir es am besten hinstellen könnten. Und zwar wollte ich dann mal gucken, dass wir es dann vielleicht in. War halt immer ein bisschen tätig schon mal wieder. Bin auch schon mal ein bisschen rumgeflogen. Überall immer hingeflogen. Und da, dass der Gnome hier oben halt so eine Farm schon mal baut, wollte ich halt in diese Richtung hier gehen. So ein bisschen. Machen wir uns da mal einen Wegepunkt hin. So, genau. Dort hinten hin. Gucken wir uns da mal um. Gleich mal. Bevor wir das machen, muss ich mal ganz kurz in meinen Soundcraft-Büchlein. Wo war das denn jetzt? Da. Mal reingucken. Weil ich war ja nicht untätig gewesen. Wie man hier sieht. Ein bisschen sowas schon mal vorbereitet. Aber es war echt nie. Ein Saumium, also ein Eisen, wird dann zu Saumium. Und daraus können wir dann sozusagen schon mal was herstellen. Und zwar Schaufel des auf der Earth Mover. Wir brauchen bei einem Diamanten, zwei Earth Shards, ein Greatwood Lock und die Arkane Infusion. Arkane Infusion. Da. Ah, dafür müssen wir das bauen. Stimmt, da war ja was. Wenn wir dieses Ding erst bauen, dann brauchen wir 1, 2, 3, 4, 5, 7 von den anderen.
Gut. Nein, da rein. Dann werde ich mal schnell mal von was anderem holen. Und gucken wir mal hier rein. Und zwar brauchen wir für diesen Exkavator müssen wir erstmal die Toolstation umwandeln in Iron Toolstation. Da haben wir nochmal Kohle drin. So. Dafür brauchen wir auf jeden Fall die Sealed Bricks. Wo sind sie? Irgendwo liegen sie drin. Hier. Muss ich auf jeden Fall mal aufräumen. Ich die hier hingepackt, da liegen die draußen. Liegen sie nicht. Ah, da sind sie. Genau, die brauchen wir und dann brauchen wir noch Eisen. Zwar am besten als flüssiges, als Eisenblöcke. Block of Iron. Brauchen wir von denen. Drei Blöcke. Dorthin. Dann war eine Toolforge. Dieser Toolforge können wir dann mal mit dem Exkavator erstellen. So. Das können wir dann sozusagen roden. So, Mighty Smelting ist klar, brauchen wir gleich noch. Wir brauchen auf jeden Fall den Exkavator Head. Gut, mal gucken, was wir hier drin haben an Pattern. Den brauchen wir auf jeden Fall. Oh, was brauchen wir noch? Wow, Dinge Harvesting Soil and a Snow in the Wild Range. Ja, den Large Plate. Dann die. Gut. Toast Road. Binding den Excavator Head. Machen wir uns daraus dann gleich mal, wenn ich jetzt Kabel finde, gleich mal einen Absatz davon. Oder, ja. Und werden den dann direkt drüben beim Gnom 2 erstmal noch sozusagen verarbeiten. Guck ich gleich mal, Gold habe ich da genug. Genau. So. Guck, ob das reicht. Nein, reicht noch nicht. Stone Excavator Head. Was brauchen wir denn noch? Brauchen wir einen kleinen, großen? Also den da. Der müsste da passen, genau. Gut. Dann brauche ich auch gleich nochmal Eisen mitnehmen. Machen wir es aus, wenn wir gleich direkt eine Eisen. Eine Eisen-Exkavator. Silber, Silber, Zinn, Minium, da Eisen. Mehr nicht. Das nochmal Eisen.
Gut. Gehen wir mal schnell rüber zum Gnom. Und gucken mal, was wir da so finden alles. Es werden sich auch einige fragen, warum ich ja die letzten Tage nicht aufnehmen konnte. Es gab ein paar technische Probleme. Und daher ging es dann halt leider nicht. Was ist denn da drin? So, hier müssen wir mal kurz hin. Ja, ja. Dann da jetzt reingeschmolzen. Blut, okay. Wir brauchen auf jeden Fall. Ach, guck mal, Eisen hat drin. Wir brauchen auf jeden Fall Gold. Und zwar um den dann da herzustellen. Ich wüsste, was der da jetzt hingestellt hat. Ich will das natürlich eigentlich auch nicht wegnehmen, aber. Pinsel wahrscheinlich. Ja. Das ist halt immer so die Frage der Fragen. Molten-Alumid hat er drin. Molten-Alumid. Dann gerade mal gucken. Molten-Alumid. Da, Alumid 2 Eisen. Aluminium. Eisen und Obsidian. Naja. So, Molten. Obsidian hat er, Eisen hat er. Fehlt ihm eigentlich nur noch Aluminium. Müsste ich eigentlich mal zu mir zurückgehen und nochmal Aluminium holen. Invasion, der Creeper haut ab von mir hier. Gut. Wow. Kannst weggehen von mir hier. Hau ab. Ja. Verreckte Scheißvieh. So. Gut. So. Hätte halt jetzt auch erstmal zu sagen, ein bisschen was anderes ausprobieren beim Aufnehmen. Und ja. Aluminium hat man gesagt. Hier hatten wir Aluminium drin. Nickel, Zinn, Diorit, Aluminium, da haben wir es. Schenke ich ihm mal ein bisschen was. So. Gehen wir auch mal zurück schon mal wieder. Schnell in dein Haus wieder rein. So. Wenn euch die heutige Folge bis jetzt mal schon mal gefallen hat, lasst mir gerne mal ein Abo da. Könnt auch gerne mal bewerten.